Hallo, grüß euch. Weiter geht's mit Krexelnbacken. Und zwar machen wir heute die Nougat, nein, nicht Nougat, sondern das Linzer Gebäck, das dunkle, die Schokostängel von der Andrea Granbichler. Von dem Buch Voll verkrext. Es fragen mich ständig Leute, wo sie das Buch noch kriegen. Und die Andrea hat geschrieben, in Zillertal im Meierhofen bei der Tirolier Messe ist es noch geben. Also wenn Sie es da probiert, wenn Sie es unbedingt haben wollt. Bei Amazon ist es leider ausverkauft. Ich habe jetzt da Butter, Staubzucker und Vanillezucker 10 Minuten schaumig aufschlagen lassen. Das ist richtig ein dicker, schöner Schaum. Jetzt tun wir, ich muss jetzt leider die Ding einschalten lassen, damit es das 6. Und zwar tun wir jetzt Dotter für Dotter. Bitte tut es ja nicht alles auf einmal rein. Es soll immer wieder binden. Ich sage es immer wieder dazu. Und dann schreiben sie wieder, es ist so grisslig geworden. Klar, alles soll Zimmertemperatur haben. Und dann bitte langsam immer. Lasst euch Zeit mit Bochen. Tut es nicht hudeln, weil das merken die Krex. Die Krex mögen keine Hudler. Jetzt tun wir da einen Dotter dazu. Wenn der richtig gefunden hat, das setzt es ganz genau, dann könnt ihr wegschneiden. Jetzt noch einmal, nicht ganz 10 Minuten, aber schon gute 5-6 Minuten richtig schaumig aufschlagen. Und dann bin ich wieder bei euch. Gell? Ich mag jetzt leider nicht 5 Minuten die Maschine. So, und so soll das Ganze jetzt ausschauen. Das ist eine richtige flaumige Masse. Und da tun wir jetzt bitte den Kakao und das Mehl immer sieben. Diese Arbeit tue ich mir immer an, dass das überhaupt keine, das lasse ich gar nicht aufkommen, dass da Klumpen drin sind. Dann tun wir das. Das nächste. Und das tun wir jetzt schön unterheben. Dass es eine schöne Masse ist. Und dazu muss natürlich der Butter richtig schön aufgeschlagen sein. Spritzgebäck ist eigentlich ganz fein zu machen, muss ich sagen. Wenn man einmal einen Tag hat, wo man nicht so gern Krexeln macht, ist das Spritzgebäck recht einfach.
kann man nicht viel falsch machen. Jetzt tun wir uns das in den Spritzsack rein. Tut nie zu viel rein in den Spritzsack. Immer ein bisschen rein, sonst geht es einem schwerer. Wenn ihr den Spritzsack ausfüllt, dann quillt euch oben das Zeug außer unten das Zeug. Die Dülle könnt ihr selber bestimmen. Ich habe da einfach so ein. Und jetzt probiere ich einmal. Hoppala. Mach einmal so Gipfel. Da müssen wir allerdings aufpassen, weil die Rinnen noch ein bisschen auseinander. Ich mache jetzt da alles so Gipfel und ich mache jetzt einmal Gipfel als dunkle, nicht allem die Stangerl oder Tupfen, sondern ich probiere jetzt einmal die Gipfel und wenn sie backen sein, dann tun wir sie mit Marmelade bestreichen und in Schokolade dunkeln. Ich bin aber im Überlegen, ob ich sie in weiße oder in dunkle Schokolade, vielleicht in dunkle und weiß verzieren oder in weiße. Das weiß ich noch nicht, aber das sehen wir noch alles zusammen. Gell? Ich backe jetzt bei 170 Grad Heißluft. Ich schätze 18 Minuten. Ich schaue aber immer bitte, verlasst euch nicht auf die Backöfen. Ich habe da so ziemlich ein kurzes Backerl. Wenn jemand schon ein bisschen älteres hat, der muss da ein bisschen aufpassen, weil die sind nicht so stark. Und ich sage zwar, beim 170 Grad sind 170 Grad, aber anscheinend ist das nicht so, hat man mich einmal belehrt. Und ja, ich schaue da auf Sicht, ich passe auch auf, wie lange sie brauchen und dann schreibe ich es ungefähr ein. Viert euch derweil, bis sie fertig sind, dann bin ich wieder bei euch. Tschüss. So, ich habe sie 8 Minuten mit meinem Herd gebacken, genau 8 Minuten. Und jetzt schauen wir mal, wie das... Ich tue mir es immer so herlegen und dann tue ich sie mit Marmelade füllen. Natürlich ist das Handarbeit, was wir machen. Und die schauen nicht alle gleich aus. Jetzt müsst ihr halt schauen, entweder könnt ihr das alle gleich machen oder es müsst so wie ich schauen, dass ungefähr gleich große habt. Ich tue halt immer so und dann und ich habe mir jetzt eine weiße Schokolade, die temperiere ich jetzt gerade mit meinem Temperiergerät. Das Temperieren geht nicht so einfach. Schokolade ist eine Diva. Auf ungefähr die weiße Schokolade auf 44, 45 Grad erhitzen. Dann tun wir impfen, also mit einem Drittel Schokolade. Zwei Drittel haben wir drinnen, was erhitzt wird und ein Drittel lassen wir heraus. Das, was wir nachher dazugeben. Und wenn es abgekühlt ist auf 6, 27 Grad, tun wir es wieder ins Temperiergerät und tun es auf 29, 30 Grad wieder erhitzen. Und wenn es die 29, 30 Grad erreicht hat, dann ist die Schokolade richtig zum Verarbeiten. Das Temperieren ist immer so eine Sache. Wer das jetzt für die Keks nicht unbedingt tun will, Gottes Willen, es ist halt einfach, die Schokolade kann man gut angreifen und meistens glänzt sie halt auch noch ein bisschen. Gell? Und wenn sie zu dick ist, so wie die weiße Schokolade, ist gerne ein bisschen zu fest, dann tun wir entweder ein Kakaobutter dazu, wer das nicht daheim hat, einfach ein bisschen ein Kokosfett oder was. Das geht dann auch. Aber es könnte auch die Kuvertüre über Wasserdampf. Ich glaube jetzt nicht, dass viel passiert. Ich tue sie halt gern temperieren. Erstens macht es mir Spaß und zweitens ist die Schokolade einfach relativ schnell hart und gut. Ich mache jetzt alle so und wenn die Schokolade temperiert ist, dann bin ich wieder bei euch und die muss ich einfach zusammen dunkeln. Gell? Also, das ist ein Riebesselmarmelade, das sage ich auch noch dazu. Und das mag ich ganz gern zu dem Kakao, ein bisschen was Säuerliches. Und wie gesagt, ich tue jetzt schauen, dass die ungefähr gleich sind. Die sind eher ein bisschen größere, ein bisschen kleinere. Aber Handarbeit. Viert euch dabei,
Ich bin da gleich wieder bei. Gell? So, die Schokolade ist jetzt temperiert. Ich habe inzwischen sogar Florentiner gemacht, weil das Temperieren einfach ein bisschen länger dauert. Jetzt machen wir das so. Einfach die Kreksel nehmen, eintauchen, abstrafen. Eintauchen, abstrafen. Und so mache ich jetzt die ganzen Kreksel. Dann lasse ich sie über Nacht trocknen. Und in der Früh tue ich sie dann in die Dosen rein. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache die jetzt noch fertig, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Macht es noch, fangt es langsam an Kreckselbachen. Jetzt ist leider wieder eine Ausgangssperre und dann haben wir leicht Zeit zum Kreckselbachen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, gutes Gelingen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!